Shayanottanasana ist das Aufrichten aus der Rückenlage, eine dynamische Übung, um die Bauchmuskeln zu stärken. Das ist eine Übung, die Swami Yogeshwaranand vom Yoga Niketan Ashram Rishikesh in seinem Buch First Steps to Higher Yoga empfiehlt. Ausgangsposition ist die Rückenlage. Von hier strecke die Arme nach hinten aus und jetzt beim Einatmen komme hoch und beim Ausatmen wieder nach unten. Einatmen aufsetzen, Arme hoch und ausatmen nach unten. Einatmen hoch und ausatmen hinunter. Swami Yogeshwaranand empfiehlt das, dass man das 10 bis 20 Mal machen soll oder sogar 15 bis 20 Mal. Es stärkt die Bauchmuskeln, wärmt den Körper auf und kann dir auch helfen, mit dieser aufgewärmten Körpertemperatur in fortgeschrittenere Asanas hineinzukommen. Bei Yoga Vidya üben wir seltener solche dynamische Übungen. Wir stärken die Bauchmuskeln eher durch statisch gehaltenes Navasana, auf dem Rücken liegendes Boot.